Schweine im Stall, das ist das Bild, was wir eigentlich kennen. Aber ist es auch möglich, Schweine wie hier draußen auf dem Acker zu halten? Back to the roots also. Das finde ich heute für euch heraus. Heute sind wir auf dem Biobetrieb Frohnbruch in Kamp Lintfort. Hier waren wir schon mal zur Bruderhahn-Folge bei Klaus. Dieses Mal sind wir aber mit Paul, seinem Sohn, unterwegs. Und der hält 180 Schweine im Freiland, nicht im Stall. Wie viel Platz haben die denn zur Verfügung, Paul? Die haben 3 Hektar, aber am besten kann ich es auf der Fläche zeigen. Und wir fahren am besten einfach hin. Ja, lass uns das mal angucken. Ja, betriebseigene Kleidung ist ja jetzt gerade zu ASP-Zeiten, also afrikanische Schweinepest, lang gesagt, sehr, sehr wichtig, ne, dass wir jetzt hier nichts reintragen. Ich bin jetzt auch schweinefrei, das heißt, ich hatte keinen Kontakt zu Schweinen in den letzten Wochen. Wie sah das denn hier aus mit der Genehmigung? Das war doch bestimmt auch ein Thema, ne, durch das Veterinäramt. Ja, wir mussten diverse Sachen erfüllen, zum Beispiel eine doppelte Einzäunung. Der äußere Zaun, der ist 1,60 Meter hoch, 30 cm eingegraben. Mhm. Damit kein Rehwild drüber kommt, um Maul- und Klauenseuche zu übertragen. Und eine engmaschig, damit keine Wildschweine unten durchkommen, um halt die afrikanische Schweinepest außerhalb zu halten. Sollen wir uns das mal angucken? Ja, können wir machen. Super. Aufgeteilt ist dieser ganze Bereich, wo die Schweine sich jetzt hier frei bewegen können, genauso wie in einem normalen Sauenstall auch. Es gibt also einen Wartebereich, wo die belegten bzw. trächtigen Sauen zusammen in der Herde laufen und eine Abruffütterung haben, also auch immer selbstständig zum Futter hingehen können und über die Transponderfütterung dann eben auch ihr Futter aufnehmen können. Es gibt einen Abferkelbereich, wo die Sauen eben in diesen Buchten, in diesen Hütten abferkeln. Das Abferkeln im Freiland ist ja ganz anders als im Stall. Man kann viel weniger eingreifen. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns gleich mal zusammen an. Einfach hier reinkippen. Ja, Paul, 14 Sauen im geschlossenen System. Wenn man die Zahl mal mit den Zahlen aus dem Stall vergleicht, ist das ja nicht so viel. Wie arbeitsintensiv ist denn das Ganze jetzt für so wenig Schweine, in Anführungszeichen? Und lohnt es sich letztendlich auch? Ja, also Arbeit natürlich, ist, haben wir schon viel. Allerdings muss ich sagen, hält sich die alltägliche Arbeit schon stark in Grenzen. Mhm. Da wir viele Dinge wie das Misten müssen wir nicht machen. Ne, wir wechseln die Fläche stattdessen. Mhm. Das kostet Zeit. Also wir wechseln ja die Fläche jedes halbe Jahr. Und da sind wir dann mit 2 Leuten 3 Wochen durchgehend mit beschäftigt. Wir haben keine Zeit für sonstige anderen Sachen. Ist schon toll zu sehen. Hast du das Gefühl auch, dass es da schon einen großen Unterschied zur Stallhaltung gibt? Ja, absolut. Also die können hier, sind hier deutlich entspannter. Wir haben hier viele Probleme aus dem Stall, haben wir überhaupt gar nicht. Mhm. So wie zum Beispiel das Schwanzbeißen. Ja. Ne, das ist für uns ein Fremdwort hier. Das ist wirklich toll, ne? Dass das hier so gut funktioniert dann. Absolut. Und was wir auch überhaupt nicht haben, sind Atemwegserkrankungen. Bei uns im Altgebäude war das große Problem die Luftführung. Wir hatten keine vernünftige Luftführung. Es war halt ein Altgebäude, was man irgendwie genutzt hat, wie es gerade geht. Und dann, so blöd wie es ist, die Luft zieht dann genau irgendwie durchs Nest. Ja. Ja, dann hast du in jeder Truppe hast du dann irgendwie entweder mal Husten oder, wenn es ganz schlimm kommt, mal eine Lungenentzündung. Und das ist, das kennen wir hier draußen gar nicht. Mega spannend zu sehen, dass einige Probleme, die wir im Tierhaltungsbereich haben, auf jeden Fall menschengemacht sind. Dadurch, dass wir angefangen haben, zu versuchen, die Tiere den Haltungsstandards anzupassen und nicht andersrum. Finde ich hier sehr, sehr schön zu sehen und gibt uns auch vielleicht noch mal so einen kleinen Denkanstoß, dass wir unsere Haltungskonzepte noch mal ein bisschen überdenken. Ja.
Also, wir haben hier eine Abferkelhütte, die ist komplett isoliert. Wenn die Sau rund ums Abferkeln im Winter bei um den Gefrierpunkt rum ferkelt, hat die die Hütte trotzdem noch auf ihre 20 Grad. Ach krass, und das funktioniert nur über die Körpertemperatur, ja, ne? Über keine externe Wärmequelle, ne? Absolut nicht. Das ist ja gerade das Ding, gerade bei neugeborenen Ferkeln, die haben noch keine eigene Thermoregulation, also die können sich selber noch nicht wärmen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass das Ferkelnest warm bleibt. Aber wie cool, dass das dann klappt, einfach so über die Körpertemperatur. Genau. Energiesparend. So eine Sau, die frei rumläuft, ist natürlich auch gefährlich, ne? Während der Geburt. Und die ist natürlich dann auch aggressiv teilweise, oder? Ja, wir lassen die in Ruhe. Futter geben und so weiter. Wenn sie rauskommen will, kommt sie raus. Wenn nicht, dann kommt sie nicht raus. Wie sieht das denn sonst mit Ferkelverlusten aus? Wie viel Prozent hast du so im Schnitt? Und Erdrückungsgefahr ist hier gar nicht gegeben oder durch die Hüttenwände schon? Die ist hier durchaus gegeben, aber genauso wie in jedem anderen Stall auch. Erdrückte habe ich eigentlich überhaupt nie an den Wänden. Weil meistens liegen wir so bei einem Wurf, der irgendwo so 15 Ferkel hervorbringt, haben wir ein bis zwei Tote durch Erdrückungsverluste. Ja, man riecht auch nichts, ne? Also das ist ja auch nochmal ein guter Indikator dafür, dass hier kaum gasförmige Emissionen entstehen, weil es wirklich fast geruchsneutral ist. Jetzt aber natürlich die allerwichtigste Frage, weil uns natürlich auch viele Landwirte und Landwirtinnen zuschauen. Glaubst du, dass dieses Konzept übertragbar ist, dass das andere Leute nachmachen können? Also die Direktvermarktung spielt schon eine sehr große Rolle. Man muss natürlich nicht direkt die eigene Metzgerei auf dem Hof haben, aber man muss auf jeden Fall den Partner haben. Da muss ein Konzept hinterstehen in der Vermarktung. Das ist das Erste, was stehen muss. Und da muss natürlich auch das passende Geld bei rumkommen und man muss das nicht machen nur als Prestige, ich halte die Schweine so, sondern das muss auch bezahlt werden. Und, das System muss ich selber tragen, sonst absolut, ist es nicht nachhaltig. Absolut. Ja. Und das muss auch jeder Kunde, jeder Käufer verstehen, dass die Haltung gibt es nicht zum Nulltarif. Wenn man eine Gunstlage hat und die Möglichkeit zur Direktvermarktung hat, das Ganze transparent machen kann und den Leuten zeigen kann, wie die Tiere hier gehalten werden, ist es, glaube ich, ein gutes Konzept, aber für alle noch nicht übertragbar. Was haltet ihr von dem Konzept Freilandschweine? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch dieser Film gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da und schaut auch unsere anderen Filme.